Garagezeit war zu Ende, das habe ich gespürt. Mit der Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, fängt man langsam an, sich abzunabeln. Aber als es dann soweit war, habe ich dann auch gemerkt, verdammt, da musste ich erstmal mit klarkommen. Und ich bin 6 Monate nicht reingegangen. Ich wollte 6 Monate von diesem Projekt nichts wissen. Und das war gut. Ich habe das mit sehr viel Herzblut geführt, das Projekt. Und da den nötigen Abstand zu gewinnen, braucht es mehr als ein bisschen mit dem Kinderwagen am Weiher zu sitzen. Als ich hier einstieg, wie war das? Das war sehr bunt, waren sehr turbulente Zeiten. Es haben sich alle Zeit für mich genommen, aber die mussten sie wirklich abknapsen. Das ging ja so schnell, dass ich das Projekt übernommen habe, dass ich meine Fortbildung natürlich gebucht hatte, die hieß aber Beratung und Mediation. Ob ich das Projekt als Leitung, also die Projektleitung der Garage L übernehmen möchte? Ja, wenn ich meine Selbstständigkeit nicht aufgeben muss. Was wir hatten, war ein Büro, viele Metaplanwände, Flipcharts und die Erfahrung aus einem Jahr Enigma Gründungszentrum. Mario Streitberger, Bernd Ruckteschel und Joe im Entwicklungsbüro der Garage, plus natürlich ganz, ganz viele Menschen drumherum, also Dr. Panzer, Plassi, Astrid. Es war von Anfang an ganz, ganz viel Support, Unterstützung von allen Seiten. Wir saßen hinten links und haben Instant Cash und Risk and Fun uns ausgedacht, haben geclustert und es war alles überhaupt nicht strukturiert. Ungefähr 23 Uhr hieß es dann, Thorsten, komm doch noch mal rein in mein Büro, in dein Büro. Möchtest du Projektleiter der Garage werden? Und so schnell kam die Antwort, ja. Tiefes Ja. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe das Projekt damals von Thorsten Wisball übernommen. Und, viele gute Dinge erlebt, aber wie gesagt auch viele schlechte Dinge erlebt, viele Kämpfe ausgetragen. Also wir kennen uns, glaube ich, ziemlich gut. Ich habe abends Teilnehmer in der Kneipe getroffen und wusste nicht, was mache ich jetzt? Setze ich mich jetzt hin und entspanne mich total und erzähle mal einen Schwank hier am Tresen. Also, so wie ich heute Projekte leite, habe ich in der Garage Hamburg gelernt. Da brauchen Sie Fantasie, weil bei jeder Gründung hauen die Gründer irgendwo mal vor die Wand. Weil die 6 Monate am Anfang ganz groß und lang erscheinen, aber im Endeffekt so vorbeigehen. Verlieren vielleicht in der Zeit manchmal auch ihren Partner, ihre Partnerin, suchen sich eine neue Wohnung und kommen vom Angestellten hin und sollen jetzt nun Unternehmer, Unternehmerin werden. Ja, mit welcher Entwicklung sie hier wieder rausgehen. Also das jedes Mal wieder zu sehen, ist schon sehr, sehr großartig. Einen auch begeistern konnten und wo es immer mal einen Abend gab, wo man nach Hause gegangen ist und gesagt hat, ja, klasse, super, ich weiß, wofür ich da jeden Tag hingehe. Die hat hier gegründet und die hat während dieses großen Erdbebens, was jetzt vor 1-2 Jahren dort in China war, hat sie viele ihrer Angehörigen verloren. So konzentriert über Monate und ich hatte nur im Hintergrund dieses eine Ziel, Projektverlängerung. Und als ich das dann geschafft habe, und da bin ich erstmal so in so ein Loch reingefallen und ich habe es dann nur gedacht, oh, ich habe es geschafft. Diese ganze Anspannung war weg. Und dann habe ich mir die Feedbackbögen von den Garagis angeguckt. Und da standen nur solche Kommentare wie, Projektleiter, wer war das nochmal? Nicht bewertbar, nie anwesend, wer ist Thorsten? Und ich habe das nicht verstanden, weil ich habe gedacht, eigentlich müsste ich doch jetzt gefeiert werden. Also schwierig war schon die Zeit, als wir Anfang 2008 umstellten von einer Projektförderung auf eine Teilnehmerförderung, was damit einherging, dass wir
einfach wenig Teilnehmer hatten und deswegen auch wenig Geld. Und weil wir wenig Geld hatten, auch wenig Personal. Und das war die Zeit, als Alexandra Tresp und ich das Gespann gebildet haben, um diesen Inkubator zu fahren. Und da waren wir beide sehr gefordert. Das Projekt abzugeben, ich kann in den wohlverdienten Mutterschutz gehen. Im August sollte es losgehen und im Juli habe ich dann erfahren, dass mein potenzieller Nachfolger doch nicht das Projekt übernehmen möchte, sondern anderweitige Pläne hat. Und das hat mir schon ziemlich den Boden unter den Füßen weggezogen, weil wenn man so hochschwanger ist, dann ist man ja auch so voller Hormone und braucht auch so ein bisschen Sicherheit. Und das fand ich sehr, sehr schade. Ja, persönlich fand ich das schade, aber auch eben jetzt so auf professioneller Ebene war schwierig. Wenn ich an meine Kollegen denke, an Dagmar Rissler, an Thorsten Wisball und an Klaas Bese, dann sind die ganz eng verknüpft mit diesen Werten. Die Projekte, die ich von ihm übernehme, sind immer gut organisiert, immer gut strukturiert, immer gut durchdacht. Also sie laufen, sie sind rund, so einer ganzheitlichen Form, so wie er ist. Und das fand ich gut. Ich denke, was Dagmar Rissler ausgezeichnet hat, war ihre Arbeit und ihre Nähe zu den Teilnehmern. Da war sie sehr, 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 sehr dicht dran und hat sich sehr, sehr, sehr darum gekümmert. Sie hat einen sehr schnellen, klaren Blick auf den Menschen. Eine ruhige Art. Ja, mein Nachfolger Klaas Bese. Junger Kerl. Kann ich so sagen. Und er ist einfach ein guter Typ. Er ist einfach menschlich eine Eins. Und da ist dann wieder der Garagefaktor, ne? So dieses, ich kann etwas, okay, er kann viel, super, aber du musst einfach menschlich, also wirklich gut sein. Und das ist er, definitiv. Jetzt werden diese Strukturen aufgeweicht, die Firmen gehen rein und gucken, wo können sie sparen, wo können sie etwas umstrukturieren. Und da ist Platz für meine Gründer. Doch in Ordnung, dass wenn man gegen die Regeln verstößt und in der Garage aneckt, dann erfolgreich ist. Das ist ja unser Ziel, die Menschen zum Erfolg zu begleiten und dabei weiterzuhelfen. Hauptsache Erfolg. Das Wunderbare ist ja daran, dass aus dieser Zeit noch ein Teil der Leute tatsächlich hier sind. Und das finde ich ganz großartig. Aber 10 Jahre gehen schnell vorbei. Das würde ich jetzt so salopp behaupten. Ja. Garage war ein Projekt. Und heute, nach 10 Jahren, würde ich sagen, Garage ist eine Hamburger Institution. Und los geht's! Sehr schön.